Hallo Leute, hier ist wieder der Dance mit Dänemann und herzlich willkommen zu diesem dritten Video am Donnerstag. Also ich hoffe, ich kriege das noch am Donnerstag hochgeladen, weil es wahrscheinlich länger werden könnte. Ich mache mal wieder ein Talk-Video und zwar geht es um das Fernsehverhalten, weil ich meine, jeder guckt Fernsehen. Aber das Interessante ist doch auch mal, also ich finde es interessant, ehrlich gesagt, aber nur hier auf YouTube, also okay, wie sich das Verhalten von Personen innerhalb der letzten Jahre mit Fernsehen verändert hat. Weil ich meine, jeder macht irgendwelche Entwicklungen durch. Jeder macht andere. Manche entwickeln sich weiter, manche eher nach hinten. Auch ich muss tatsächlich sagen, dass auch ich mich beim Fernsehen natürlich verändert habe. Und deshalb, also ich erzähle auch meine ganzen Lieblingsserien und was ich eben angucke im Fernsehen. So, fangen wir an, natürlich jetzt. Jetzt gerade auch im Hintergrund läuft der Fernseher und da läuft auch gerade ProSieben Max und da läuft Family Guy. Was ich danach angucke, weiß ich nicht. So. Genug von jetzt. Gehen wir zurück in die Zeit ungefähr vor 10 Jahren. Na, wir haben jetzt 2022, also ich glaube es auch vor 12 Jahren. Also gehen wir zurück zu ungefähr im Zeitraum in das Jahr 2010. 2011 oder so. Auf jeden Fall damals zum Beispiel mochte ich, was heißt mochte ich, liebte den Sender Super RTL. Es ist wirklich so, ich liebte Super RTL. Ich denke, dass jeder von uns mag oder mochte mal Super RTL. Vor allem damals, als es halt noch richtig gut war. Aber was heißt eigentlich gut? Weil klar, Sender entwickeln sich halt weiter und also die Sender verändern sich, wir verändern uns. Natürlich ist es logisch, dass ich die heutigen Serien auf Super RTL nicht mag, weil ich bin ja erwachsen und und ich bin ja auch nicht die Zielgruppe, nur mal so. Natürlich, ja, so. Aber damals war es so, dass ich eben Super RTL mochte. Klar, weil er wirklich gute Serien kam. Da kam dann zum Beispiel, ich weiß noch damals halt, da kam zum Beispiel Phineas und Ferb. Ja, früher kam Phineas und Ferb tatsächlich auf Super RTL. Also und auch oder generell Disney-Serien. Naja. Und das gemischt mit ein paar Nickelodeon-Serien, also zum Beispiel Cosmo und Wanda kam zum Beispiel auch früher auf Super RTL, bevor es auf Nick. Also irgendwie ganz. Oder nee, genau, es lief immer noch. Es lief gleichzeitig, genau. Nickelodeon sendete die neueren Folgen von Cosmo und Wanda und Super RTL die alten. Also die ganzen. Okay. So, auf jeden Fall damals aber oder gleichzeitig hatte ich aber irgendwie einen Hass auf Nickelodeon. Ich wollte kein Nickelodeon gucken, sondern nur Super RTL. Damals war 2010, nochmal so. Warum ich sage eben, warum ich mich genau auf diese Zeit rumsetze, werde ich auch irgendwann mal erzählen. Weil ich eigentlich eine tiefere Geschichte habe. Aber das ist jetzt. Das möchte ich irgendwann anders mal erzählen. So, auf jeden Fall eben. War es dann so, dass ich eben damals nur Super RTL gucken wollte. Und Nick habe ich tatsächlich gehasst. Zum Beispiel. Ich erinnere mich noch zum Beispiel, da war ich bei einem Kumpel. Ja, bei einem Kumpel, weißt du. Und der hat dann halt auf Nick geschaltet. Und ich habe zu ihm gesagt: Ey, schalten wir zurück auf Super RTL. Daran erinnere ich mich noch. Ja. Weil ich weiß auch noch damals zum Beispiel war ich in einem Internat oder in einem Heim, was auch immer. Ja. Okay. Und auf jeden Fall, dort lief auch nur Nickelodeon. Und ich habe dann immer gesagt, nein, das möchte ich nicht. Und dann haben die das auch. Und dann habe ich mal irgendwie. Ja, okay. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich keine Nickelodeon gucken wollte. Erst dann. Mit der Zeit habe ich mich auch mit Nickelodeon angefreundet und es selber angeschaut, also dann auch Nickelodeon angeschaut. Und ja, damit verändert sich dann eben mein Verhalten. Dann habe ich eben irgendwann tatsächlich Nickelodeon, also Nick in mein Herz geschlossen. Ich sage jetzt Nick und nicht mehr Nickelodeon, weil es einfach zu lang auszusprechen ist oder so. Aber auf jeden Fall, das führte auch dann dazu, dass solche SpongeBob meine Lieblingsserie wurde. Ja. Voll lange habe ich das wirklich gefeiert. Warum ich sage gefeiert? Weil es so ist, dass ich es immer noch mag, aber nicht mehr feier. Also ich sage zum Beispiel, die neuen Folgen betrachte ich also. Ich mag lieber die alten. Ich denke, das ist bei jedem so.
Auf jeden Fall, ich weiß auch noch, ich hatte dann damals voll viele SpongeBob-Sachen und so. Und ich weiß auch noch, dass ich dann damals in den als ich in mal in den USA war, auch nur fast nur SpongeBob-Sachen gekauft habe. Also die einzigen Erinnerungen, die ich so von damals hatte, war irgendwas mit SpongeBob. Okay, so. Im Jahr 2014 aber kam dann auch der Disney Channel im deutschen Free TV. Und seitdem hat sich mein Verhalten dann auch wieder verändert. Danach ging es erstmal eher in Richtung Disney Channel. Da kam dann eben danach dort eben Phineas und Ferb. Das war auch damals meine Lieblingsserie. Bis ich irgendwann was Neues entdeckte. Und zwar eine Serie namens Gravity Falls. Ich denke, jeder kennt Gravity Falls. Und das war tatsächlich dann auch voll lange meine Lieblingsserie. Ja. So, danach aber endete sie im Jahr 2016. Und nach der Zeit ging ich immer dann weiter wieder zurück zu Nickelodeon. Und ja, das blieb dann eine lange Zeit, tatsächlich dann nur noch Nickelodeon. Für den Disney Channel habe ich dann eher gesagt lange Zeit nicht interessiert. Tatsächlich. Weil das ist so lustig, nämlich damals war es nämlich so, damals, klar, es kam dann halt noch ein bisschen Phineas und Ferb, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mich dann nicht mehr so für Phineas und Ferb interessiert. Ja, und ansonsten weiß ich noch, dann kam halt damals dann Miraculous oder auch Stargate, die Mächte des Bösen und so. Das waren halt so alles so Serien, für die ich mich nicht interessiert habe. Okay? Also ging ich zurück zu Nickelodeon, habe eben Nickelodeon angeguckt. Ja, also auch noch mit 16 habe ich dann Nick angeguckt. Vor allem, weil ich erstmal der Punkt für die deutschen Fernsehsender interessiere ich mich überhaupt nicht. Gucke ich wirklich überhaupt nicht. Abgesehen von eben ProSieben Max, Comedy Central oder eben ProSieben. Aber auch nur, wenn dort amerikanische Serien laufen und eben nichts Deutsches. Das ist, ja. So. Auf jeden Fall, im Jahr 2019 kam dann wieder eine Wende. Es war dann nämlich so, dass ich dann irgendwann zwar immer noch Nick angeguckt, aber viel weniger auch da, also öfters mal eine sogenannte Fernsehauszeit gemacht habe ich, aber kein Fernsehen geguckt, weil es einfach zu langweilig war. Das weiß ich auch, damals habe ich und meine Freunde so, haben alle so gesagt, ja, guck mal, da kommt ja nichts mehr anderes als SpongeBob oder die Louds. Dann haben wir irgendwann etwas anderes geguckt oder eben gar nichts mehr. Und ja. Und im Jahr 2020 kam dann wieder die nächste Wende, weil es dann so ist, dass ich dann mit meinem Neffe ziemlich viel Disney Channel angeguckt habe. Und dadurch kam ich dann wieder auf den Disney Channel. Was wiederum dann wieder eine Wende war, weil ich dann zum Beispiel auch angefangen habe, also Serien zu mögen, die ich erstmal dachte, ey, das ist Schrott. Und jetzt sage ich, ey, geile Serien. Aber Nickelodeon habe ich dann immer noch weiterhin angeguckt. Vor allem natürlich, da kam man dann auch im Jahr 2020 dann das Finale von Henry Danger, auch eine meiner Lieblingsserien. Und gleichzeitig dann im selben Jahr kam auch Danger Force raus. Das ist dann das Spin-off von Henry Danger. Fand ich richtig nice. So, aber, und jetzt gehen wir zurück zum heutigen, denn es gibt wieder eine Wende. Jetzt nämlich der vierte Stand. Also ist es tatsächlich so, dass ich noch immer gerne solche Sachen gucke wie Disney Channel oder eben Nickelodeon, weil, ja, wie gesagt, warum nicht? Klar, ich kann so sagen, Leute, ich bin auch schon zu alt dafür und so. Man ist nie zu alt für irgendwas. Außer für Kleinkinderfernsehen, dafür bin ich wirklich zu alt. Und das ist nämlich der nächste Punkt. Mittlerweile gucke ich kaum noch Nickelodeon, weil es mittlerweile eher so ist, dass morgens wieder das Kleinkinderprogramm eingefügt wurde. Also sozusagen Nick Junior, nur unter dem Namen von Nickelodeon. Und deshalb habe ich dann gesagt, nee. Und tagsüber halt kommt da gucke ich halt hauptsächlich an Disney Channel. Ja. Weil halt gute Serien laufen, da kommen. Hallo, auf Disney Channel kommt dann jetzt, vor allem jetzt gerade dann, also nicht jetzt, sondern ich meine morgen, aber jetzt im jetzigen Zeitraum
von jetzt eben. Also in der jetzigen Zeit, sagen wir es auch so, weil okay, jetzt kommt da gar nichts. Stimmt auch nicht, weil es ist noch nicht 20:15 Uhr, aber bei mir, ich tue gerade Family Guy. Ist auch eine geniale Serie. So. Aber ansonsten kommen halt auf dem Disney Channel solche eben zurzeit auch wieder Gravity Falls oder eben Stargate, die Mächte des Bösen, Miraculous und so. Solche Serien, wo ich früher dachte, dass ich sie gar nicht mögen würde, feiere ich heute. Ja. Dann kommt da auch, also auf jeden Fall, ja. Aber Nickelodeon gucke ich eigentlich kaum noch, weil, ja, da kommt halt wirklich fast nur noch Sportschulprogramm. Und so, hä? Am Abend und so gucke ich eher ProSieben oder eben die ProSieben-Sender. Und vor allem eben morgens jetzt. Morgens gucke ich jetzt halt tatsächlich dann bis mittags hinein ProSieben. Ja, also da kommen dann nämlich dann Two and a Half Men, The Big Bang Theory oder wie das, wenn ich richtig ausgesprochen habe, mein Englisch ist nicht so sprachlich perfekt. How I Met Your Mother und so Zeug, also wirklich auch gute Serien. So, jetzt mal die Frage an euch. Was guckt ihr so im Fernsehen? Was mögt ihr so im Fernsehen? Und so weiter. Weil das ist mal was Interessantes. Es hat nichts wirklich was mit. Es ist nichts Politisches, es ist nichts. Ja. Ist mal so ein Thema, den. Ja, da ist mein Sprachfehler schon wieder. Dann würde ich mal sagen, das war's wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Mein Sprachfehler hat nämlich alles versaut. Also bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos davon, dann abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um keine neuen Videos zu verpassen. Denn indem ihr meinen Kanal abonniert, unterstützt ihr mich sozusagen. Und dadurch könnte ich auch dann immer weiter Videos machen. Also, bis zum nächsten Mal, Leute.